Ja, Leute, bevor der heutige Part beginnt, wollte ich euch kurz darüber informieren, dass dieser Wildheart-Part aus mehreren Streams zusammengeschnitten ist. Zum einen, weil es Probleme bei den Streams gab und es mir öfter passiert ist, dass der PC abgestürzt ist. Und weil wir die Tsukumo-Jagd angegangen sind über mehrere Streams. Und ja, da dachte ich mir, schmeiß mir noch alles in ein Video zusammen, damit wir das auch direkt so abhaken können. Also zumindest von fast allen Gebieten. Das Eisgebiet kriege ich in einem anderen Video, wie wir da die Tsukumos jagen, weil ich da nebenbei auch Monster gejagt habe. Aber ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem heutigen Part. Ihr habt es geschafft, die Ach, Ruinen. du bist der mit der Quest. Könnte ich meinen liebsten Jäger um einen kleinen Gefallen bitten? Oh nein. Ich erwarte Händler aus dem Norden, aber sie verspäten sich anscheinend. Besorgniserregend. Sie hatten vor, die Ruinen des Schlosses zu durchqueren. Vielleicht wurden sie von Kemono angegriffen. Wärt ihr so freundlich und seht nach, ob nichts Unvorhergesehenes passiert ist? Macht euch keine Mühe. Oh, junger Yatado. Wie unerwartet. Ihr sorgt euch also um das Wohlergehen unseres verehrten Jägers? Nicht wirklich. Ich verstehe nur nicht, warum man irgendwelche Fremden retten sollte. Wenn eure Händler nicht mit Kemono fertig werden, sollten sie eine andere Route nehmen. Jeder weiß, dass die Ruinen des Schlosses gefährlich sind. Die Überfahrt mit dem Schiff war leider unmöglich. Außerdem benötige ich dringend die Waren, die sie mit sich bringen. Was, wenn wir in Schwierigkeiten geraten, während wir denen aus der Patsche helfen? Wollt ihr sagen, dass ihr mir auch nicht zur Hilfe kommen würdet, wenn ich von einer kleinen Handelsreise zu den Ruinen nicht zurückkehrte? Naja, ihr seid auch eine Außenseiterin. Und außerdem würde ich... Ich meine... Nicht streiten. Ach, wir haben doch nur nett geplaudert. Würdet ihr also einer Dame in Not behilflich sein? Die Händler haben mir ihre Route genannt, sodass ich euch über euer Karakuri den Weg weisen kann. Kennt ihr überhaupt das Wort? Nein? Manche Menschen können ihre Gefühle einfach nicht offen zeigen, hm? Ja. Wie auch immer. Ich lasse meine Händler in euren fähigen Händen. Und natürlich werde ich euch großzügig für euren Aufwand entschädigen. Ich überlasse diese Angelegenheit euren starken Händen. So, hier ist auch noch eine Quest von Uchishige. In letzter Zeit ist viel passiert. Es gibt da eine Sache, die mir schon länger nicht aus dem Kopf geht. Die wäre? Es geht um Tamakasura. Ich habe bemerkt, dass er in letzter Zeit oft das Badehaus verlässt. Weißt du, wo er sich rumtreibt? Nope. Wenn ich ihn frage, würde er meiner Frage sicher nur ausweichen. Vielleicht hättest du mehr Glück dabei. Aber ich schätze, es ist nicht so wichtig. Er ist immer am nächsten Tag wieder da und die Karakuri halten die Bäder sowieso von allein in Betrieb. Habt ihr euch etwa gerade über Tamakasura unterhalten? Er entschwindet neuerdings öfter. Ich habe mich bereits gefragt, wohin er geht. Ach, das. Er neigt dazu, umherzustreifen, ohne jemanden davon in Kenntnis zu setzen. Vielleicht zieht es ihn zur Schlossruine. Immer wenn er nach Nordwesten blickte, sah ich eine gewisse Sehnsucht in seinen Augen. Das Schloss, ich kam ne von dort. Das ist definitiv nicht der richtige Ort für einen entspannten Spaziergang. Man munkelt, dass sich in dieser Richtung noch so ein grausames Kemono herumtreibt. Falls er wirklich dorthin geht, müssten wir ihn zurückholen. Das klingt nicht gut. Wenn das so ist... Könntet ihr herausfinden, wo er hingeht, wenn er die Stadt verlässt? Und dabei etwaige gefährliche Kemono in der Gegend beseitigen? Klar, warum nicht? Ich werde euch natürlich gebührend für eure Mühen entlohnen. Ich kann es mir nicht leisten, einen meiner geschätzten Kunden zu verlieren. Nur darum geht es dir. Ich habe gehört, dass ihr den Frostgrim besiegt habt. Ich bin mir sicher, dass ihr damit eine große Last von Uchishige genommen habt.
Früher hat er für eine Menge unangenehmer Situationen gesorgt, wisst ihr? Als ich noch klein war, hat er sich einmal sturzbetrunken ins Meer gestürzt. Die armen Fischer mussten ihn mit Netzen wieder rausfischen. Und das war nur einer von vielen vergleichbaren Vorfällen. Ich glaube, dass er mit dem andauernden Schmerz lebt, seinen Samurai-Meister und seine Gefährten verloren zu haben. Doch eure Taten haben diesen Schmerz vielleicht ein wenig gelindert. Er wird es euch nicht offen zeigen, aber ich bin sicher, dass er euch sehr dankbar ist. Ah! Erinnert ihr euch noch an das riesige Karakuri, über das wir uns gewundert hatten? Ja. Meine Nachforschungen sind gut vorangekommen und mir ist einiges klar geworden. Ich hatte gehofft, euch davon berichten zu können. Anscheinend stand es neben dem Seelenrad und hat auf irgendeine Art und Weise damit interagiert. Das Seelenrad selbst ist ein Karakuri, wisst ihr? Es sorgte dafür, dass die Himmelsfäden, die in Minato auftauchen, über die ganze Stadt verteilt wurden. Dieser andere Turm wurde anscheinend genutzt, um die Fäden zu sammeln und damit andere große Geräte anzutreiben. Er hat unser Rad sozusagen ergänzt. Wie ihr euch vielleicht erinnert, war er von toten Kemono umringt. Ich würde zu gern wissen, ob es vielleicht eine Art Waffe war. Obwohl so viel unserer Vergangenheit verloren gegangen ist, gibt es trotzdem noch zahlreiche Dinge, die uns unsere Vorväter hinterlassen haben. Karakuri waren offensichtlich allgegenwärtig und ein fester Bestandteil ihres Lebens. Ich hoffe, Minato eines Tages so zu sehen, wie es früher war. Da kann ich ihr versuchen zu helfen. Warum ist so weit ab vom Schuss noch eine Quest? Ihr habt Ren nicht gesehen, oder? Ich soll ihr diesen Brief bringen. Aber ich habe auch noch etwas Wichtiges zu erledigen. Oh, ihr könntet ihn ihr nicht zufällig bringen? Klar, warum nicht? Oh, ihr seid mein Retter. Denkt dran, er ist für Ren. Ein Brief? Für mich? Von wem ist er? Oh. Ich lese ihn später. Ist es ein Auftrag? Nein. Von meinem Vater. Oh. Keine gute Beziehung zum Vater. Würdet ihr mir helfen? Warum wollt ihr alle, dass ich was abschlachte? So, dann guck mir mal an. Goldstachel, Lavarücken, Krimi, Eisgrundherr, Düsterschnauber, Glutlavarücken, also aufgewertete Version. Und ein paar, wo noch nicht sichtbar ist. Wir haben mittlerweile alle Karten aufgedeckt, oder? Die Insel, das links. Ne, hier das Gebiet, das fehlt noch. Aber in den Gebieten könnten wir vom Prinzip her alle Kemono einmal aufsuchen. Ach, alle Kemono, alle Tsukumos mal sammeln. Dass wir eventuell jetzt mal mit so einer Tsukumo-Sammeltour anfangen. Hier fehlen uns noch 34, hier fehlen uns 32. Hier haben wir fast die Hälfte gefunden. Naja, und hier müssen wir halt logischerweise noch anfangen. Den Frostgrim, den würde ich auch gerne nochmal jagen. Ich überlege gerade. Ich würde mir die beiden Viecher gerne fürs nächste Mal aufheben. Und sagen, machen wir den Frostgrim nochmal platt. Weil ich hätte die Rüstung schon sehr gerne. Naja. Nee, kommt, Leute. Wir machen mal eine Tsukumo-Sammeltour ab jetzt. Ich würde denn mit dem Harugen-Gasumi-Fahrt anfangen. Damit wir den Tsukumo mal aufbessern.
dass wir die restliche Streamzeit jetzt mal wirklich einfach eine Zukumo-Jagd machen. Die Rüstung kann ich mir ja offscreen erfahren. So, warte, du musst dich anschalten. Gucken wir mal. Wenn wir hier auch noch einen Turm aufstellen, dann könnten wir da auch noch die restlichen... Boah, da kann ich ja einmal so drüber laufen, ne? Ansonsten sehen wir über die Türme, die ich aufgestellt habe, alle Zukumos. Guck mal, da sind zwei Sachen direkt beieinander. Einen habe ich hier in der Nähe auch schon offscreen gesehen. Ah, da. Schafft es gerade so nicht. So, jetzt sollte es schaffen. Hier sind direkt zwei. Tatsächlich. Da oben, da weiß ich, dass einer da ist. Ich hatte einmal hier offscreen den Düsterschnabel gejagt und da habe ich den da oben schon gesehen, aber ihn nicht eingesammelt. Der ist ein Punkt, wo das Ding aufhört, auf der rechten Seite. Also hier jetzt runter, da unten, da sitzt der. Ich mache jetzt auch deswegen die Zukumo-Jagd, damit wir das endlich mal hinter uns haben. So. Da in der Höhle sind drei. Da ist noch einer. Ich sammle erstmal die beiden hier vorne ein und da müsste ich definitiv einmal einen Turm setzen, damit wir wirklich alles sehen. Da muss ich ja nur vorbeilaufen, dann sehen wir alles. Dahinter sitzt wahrscheinlich einer. Oh, ein Jagdzeichen. Na gut, kann ich mir jetzt gerade nicht angucken. Zählte das als eines der Fragezeichen? Auf dem Torbogen, definitiv. Also los. Haben ihn noch festgehalten. Und zu unfähig zum Klettern. Hab ihn. Ja, das Ding zählt offenbar auch dazu. So, dann sammeln wir da als nächstes ein. Also los. Ja. Wie so ganz versteckt. So, da warten unsere nächsten beiden Freunde. So, hier müsste direkt noch einer sein. Ne, hier ist so ein Schwert im Boden. Ein Abendrot-Talisman. Was für ein schöner Ort. Okay, weiter geht's. Da vorne. So, kleine Ratti, du interessierst mich nicht so wirklich. Oben drauf? So, nächster Kumpel müsste direkt über mir sein. Okay.
Gott, eigentlich ein bisschen höher. Naja, passt so schon. So, irgendwo hier oben. Da wahrscheinlich. Ja. Ich höre ihn doch. Da ist er. Nummer 24. Da geht's als nächstes hin. Ich hätte jetzt kurz die Befürchtung, dass hier zu tief sein könnte. Aber scheinbar geht es. Eine Stunde lang zukommen. Sammeltour jetzt. Je nachdem, wie lange wir brauchen. Ist halt wirklich so höchste Eisenbahn, die Dinger jetzt einfach mal zusammenzusammeln. Dass hier in dem Dorf richtig viele sein würden, das habe ich mir sogar schon gedacht. Kann ich diese Trümmer eigentlich überhaupt wegspringen? Das interessiert mich schon die ganze Zeit. Nee, kann ich nicht. Oh, jetzt weiß ich's. Ich muss in das Haus hier irgendwie rein. Oder auf das Haus, je nachdem. Ich glaube eher auf. Nope, ins Haus. Okay, suchen wir den Weg rein. Dreck gefunden. Und ein weiterer Freund auf unserer Liste. Ich weiß, es ist jetzt nicht so unbedingt das Spannendste auf der Welt. Aber wie gesagt, das muss halt irgendwann auch mal gemacht werden. Wenn wir sie nur so nebenbei einsammeln, dann haben wir sie... ich weiß nicht, wie viele Kapitel es gibt, aber ich würde sagen, Kapitel 9 noch nicht alle. Sobald wir das letzte Gebiet gefunden haben, werde ich da auch nochmal eine Sammeltour machen. Aber da werde ich die Türme dann wesentlich schlauer platzieren. Ich habe nicht mal gerade den eingesammelt, den ich mir markiert hatte. Ich höre dich, mein kleiner Freund. Warum stelle ich eigentlich diese Fackeln auf? Ich habe doch eine Feuerklinge. So, Gästebuch der Kobayan-Taverne. Drittes Jahr des Maikyun-Neujahr. Am dritten Tag traf... Scheiß Ratte! Ich war am Lesen! Am dritten Tage traf die Gefolgschaft von Ishiro des Ergo-Clans ein, die sich auf der Suche nach Heilwasser zum Schrein in den Bergen aufgemacht hatte. Doch sie kehrten enttäuscht nach Hause zurück. Danke. Dummes Mistvieh. Seine Fähigkeit, um die Sachen aufzuspüren. Natürlich ist sie nur einmalig nützlich, aber dadurch kann man diese Touren wesentlich intelligenter gestalten. Dass man nicht ewig lang suchen muss. Ich kann es mir jetzt schon vorstellen. Na gut, da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Sieht nicht so aus, als ob du da in einem Haus wärst. Guck mal, nur noch 20 fehlen. Da ist mein Erzfeind. Oh, ich muss den Turm nochmal aktivieren. Die drei sind safe in der Höhle. Ist er auf dem Dach? Ist doch auf dem Dach.
Okay, jetzt leckt es ein bisschen. Ich will ja nur da hoch. Ach, er ist doch nicht auf dem Dach, hä? Ach. So, dann nutzen wir jetzt schon mal die Gelegenheit, wo ich wieder hier bin. So, die Unterstützungsform wurde einmal aufgebessert. Dann machen wir die Verteidigungsform noch einen höher. Na gut, den Turm am Anfang, den brauche ich jetzt definitiv nicht mehr. Ne, alles was in seiner Reichweite ist, abgesehen von dem Teil hier, ist auch in der Reichweite von den anderen Türmen. Und wenn ich den da hinstelle, ungefähr, dann habe ich den restlichen Bereich halt auch aufgedeckt. Also... den Turm weg. Natürlich so hinstellen, dass er nicht komplett ab vom Schuss ist. Perfekte Position. Die Wehre ist damit. Oh, guck, jetzt ist alles abgedeckt. Ist doch gut so. Guck mal, der deckt sogar bis dahin ab. Der Turm steht hier echt besser. Die ganze Karte ist abgedeckt. Ein Brief. Vermisster Brief. Angesichts der zahlreichen Kemono in der Umgebung ist es aussichtslos, die Felder für den Anbau vorzubereiten. Außerdem ist das Gelände zu steil, um weitere Wohngebiete anzulegen. Zudem fehlt es an Jägern, um der wachsenden Bedrohung durch die Kemono Herr zu werden. Schließlich komme ich zu dem Schluss, dass diese Region vollkommen wertlos für den Argo-Clan ist. Ich empfehle, die Bewohner der Region sich selbst zu überlassen. Andernfalls könnte man eine Art Verwalter einsetzen und Steuern erheben. Mann, seid ihr Drecksäcke. So, du willst wahrscheinlich da rein. Nee, will ich nicht. Ich dachte, der Tsukumo wäre da drin. So, da ist der nächste. Gut, die kann man wirklich leicht übersehen. Diese Erweiterung, dass ich die Dinger einfach auf der Karte sehe, ist so praktisch. Und dass der so unfähig ist, da drüber zu klettern, ist auch so lustig. So, der Rest müsste in der Höhle sein. Das heißt, einmal hier drumherum laufen. So, hier. Vielleicht auch auf der Höhle. Das könnte nützlich sein. Praktisch. Hey, hier. Da ist doch in der Höhle. So, und da ist der andere. Dann habe ich die in der Höhle hier alle eingesammelt. Okay, der ist definitiv auf dem Berg. Oder in so einem Zwischenraum der Höhle. Ich würde aber erstmal auf dem Berg vermuten. Heißt so viel wie, ich baue das Ding hier einmal schön nah an die Wand. Am besten so nah wie möglich. Also los. Gönn mir einmal ganz kurz. Es ist so broken.
Wir reden mal nicht drüber, ne? Wie kaputt die Map einfach ist. Okay. In irgendeinem Zwischenraum, in der Höhle, muss ich das Ding suchen. Muss ich gucken, dass ich lebend nach unten komme. Ich bin in den Zwischenraum einfach reingefallen. Auch gut. So, als nächstes dahin. Hinter dem Baum. Im Baum. Auf dem Baum. Nee, im Baum. Der da unten hat Aggression. Die ignorieren wir mal. Weil du Aggressionen hast, ist das nicht, dass ich mich daran beteiligen muss. Da, ich sehe ihn doch. Nicht mehr viele. Haben fast alle. Können wir mit dem nächsten Gebiet weitermachen und die Viecher einsammeln? So, direkt den nächsten. Ach, das Ding wollte ich ja auch mal testen. Kannst du mal kurz hier bleiben? Ich will was ausprobieren. Ich will das Ding hier im Einsatz sehen. Nein. Das ist so gesehen ein Auto. Wie lustig ist das denn? Wir haben das Auto gefunden. Wie geil ist das denn? Dann bin ich ja 10-mal schneller unterwegs. Da oben drauf, da werde ich drauf. Kann ich auch einmal einfach Auto fahren. Mehr oder weniger. Das war jetzt aber nicht der, den ich einsammeln wollte. Ja, ja, klein Schweinchen. So, mitkommen. Nur noch 10 Leute. Dann sind wir hier fertig. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da fehlen noch 2. Wahrscheinlich hier in dem Gebiet, weil ich da noch nicht aufgedeckt habe. War da noch nie. Würde Sinn machen zumindest. So, hier sollte mein Freund sein. Da. Ein neuer Freund. So, von hier aus, dann darüber, da müssten noch 2 weitere sein. Die Geräusche, die gefallen mir nicht. Da oben drauf, ich sehe ihn schon. Das schaffe ich mit dem Rad nicht. Ist ja so schon schwer genug zu balancieren. Ah, guck mal, der Turm hier vorne, der müsste auch nochmal loslegen. So, einfach hier weiter düsen.
Oh, es passt hier nicht durch. Ja, yep, hier ist direkt der erste. Und ein weiterer Drachenschlund. So, direkt eingesammelt. Hier muss doch noch einer sein. Irgendwo in der Gegend. Das hier ist eine Sackgasse. Zumindest aus dem Winkel. Kennt das Spiel ja? Oh. Man weiß hier nie. Das wäre ein perfekter Ort für eine Basis. Weil ich habe halt hier schon eine in der Nähe. Wenn, müsste ich hier mal eine Basis bauen. Und hier. Damit ich an jedem Punkt eine habe. Oh, ich kann mir schon vorstellen, wo. Da brauche ich wieder das Windding. Außer der sitzt hier unten. Erst hier unten gucken. Der ist so doof zum Klettern. Da kletter ich ja sogar besser. Ach, da ist er. Ich sehe ihn. Hab ihn. So, nur noch 6. Ja. Eins müssen wir ja definitiv noch so finden. Die Frage ist dann nur, wo? Wir müssen bei den nebligen Sachen gucken. Ansonsten wird hier aufgedeckt. Oder habe ich eins durch die Teile übersehen? Ach, ich kann das auch von hier aus verbessern? Wusste ich gar nicht. Ich wusste nie, dass ich das vom Weiten auch machen kann. Hier eventuell, da war ich auch noch nicht. Ist hier immerhin auch neblig. Vielleicht kann man hier auch so ein bisschen rumklettern. Würde ich aber erstmal das Rad da unten auf die Straße da unten stellen. Vor dem Teil. Bevor ich mich da hochporte. So, dann mache ich einmal einen Teleport, setze mir da einen Punkt. Obwohl, erstmal die beiden Dinge einsammeln. Die direkt hinter mir gammeln. Da ist schon mal der erste. Der andere ist wahrscheinlich draußen irgendwo. Natürlich reicht das mal wieder nicht aus. Ja, oben drauf. So, jetzt wollte ich mich einmal da hoch teleportieren und da oben gucken. Aber erstmal, wenn ich schon hier stehe, in einem Lagerfeuer.
Jedenfalls, wir hatten da den letzten Tsukumo die ganze Zeit gesucht. Der war tatsächlich nicht an dem Ort, wo ich dachte, dass er war. Wenn man beim Haragasumi-Fahrt so knapp an der Brücke in Minato so am Ende guckt, da war der letzte Tsukumo. Und was den heutigen Stream angeht, ja, hatte ich eigentlich auch vor, zuallererst in den drei Gebieten, die wir noch haben, weil hier habe ich ja jetzt alle, erstmal noch alle Tsukumos einzusammeln, bevor ich mit Story weitermache. Man sieht übrigens, dass ich mir eine bessere Rüstung gegönnt habe. Also ich habe den Frostgrim ein paar Mal gejagt, der war beim darauffolgenden Jagen tatsächlich sogar sehr, sehr viel einfacher, als das beim ersten Mal war, wo er mich komplett zerlegt hat. Ja, nachdem man einmal den Dreh raus hatte, dann hat man ihn raus. Ich kann euch übrigens zeigen, weil ich habe das Ding jetzt freigeschaltet, was man durch den Wolf bekommen hat. Also, man muss zweimal dieses Teil hier aufeinander stellen, eine Box drauf und dasselbe nochmal daneben. Und dann hat man hier so gesehen eine Mine. Und wenn das Monster da drauf tritt, dann wird es festgesetzt. Ich werde das bei der erstbesten Jagd, die ich auch bei YouTube bringen werde, auch zeigen, wie das Teil funktioniert. Aber wenn da jetzt ein Vieh drauflaufen würde, da würden so drumherum so Fangnetze kommen, beziehungsweise so Fangspeere. Und die würden das Vieh dann kurzzeitig festsetzen. Was auch sehr, sehr, sehr praktisch bei dem Wolf ist. Und ich denke mal auch in Zukunft bei allen anderen Viechern. So, allem voran will ich jetzt aber erstmal natürlich die Hauptquest hier ein bisschen vorantreiben. Das heißt, wir legen uns erstmal schlafen. Es hat natürlich auch einen Vorteil, wenn ich nicht mehr auf den Avatar angewiesen bin. Ich muss nicht mehr raustappen, wenn ich den Avatar aus dem Bild packen will für die Filmsequenzen. Aber ich will nochmal erwähnen, ich habe den Avatar nur deswegen nicht drin. Ich habe es letztes Mal ausprobiert, ob das Programm, also das Spiel hier wesentlich besser funktioniert. Oder zumindest ein bisschen, wenn der Avatar nicht an ist. Und es war erheblich besser, dass man da nochmal Bescheid weiß. Also ja, ich habe jetzt die komplette Rüstung von dem Eiswolf. Und als ob das nicht reichen würde, habe ich abgesehen vom Kopf, weil man fast für jedes Teil den Pelz richtig aufbraucht, und sogar den Pfad der Zivilisation draufgepackt. Also wir haben jetzt richtig viel Abwehr und wir sind sogar auf dem Pfad der Zivilisation komplett in der Richtung. Und dadurch haben wir die eine oder andere schöne Technik mit. Zum Beispiel den Fusionsmeister. Die Fusionscharaktere, die halten jetzt wesentlich länger. Oder den Ausfallschritt. Mit 6%. Ja. Kann ich euch sonst noch irgendwas? Waffen habe ich jetzt keine gefarmt. Aber ich wollte euch halt auf dem Laufenden halten, was ich offscreen so gemacht habe. Ich habe im Übrigen schon den ein oder anderen Drachenschlund in der Eiswüste schon aktiviert. Und ja. Ich habe dort auch noch einen weiteren Turm aufgestellt. Ich habe Fortschritte in meiner Forschung erzählt. Kommt. Tut mir leid, dass ich euch warten ließ. Ich habe meine Untersuchung des Rasetsu abgeschlossen. Wie erwartet ist nur eine kleine Menge an Himmelswäden im Körper des Frostgrims verblieben. Weit weniger, als ich erwartet hätte. Er war wohl schon seit geraumer Zeit auf der Suche nach Himmelswäden. Und kam zur Seeninsel, um seinen Hunger zu stillen. Aber warum dort? Es ist nicht gerade einfach, dorthin zu gelangen. Ich hätte gedacht, er macht dich zuerst auf den Weg zur Schlucht. Ja, es lässt sich nur folgern, dass es einen Grund geben muss, warum er diese Insel ausgewählt hat. Fragt sich nur, welchen. Möglicherweise wurde er von einem stärkeren Kemono vertrieben. Unmöglich. Diesem Biest wäre kein anderes Kemono gewachsen. Doch es ist klar, dass der Rasetsu um sein Leben gekämpft hat. Obwohl es in der Gegend reichlich Himmelsfäden geben sollte, suchte er verzweifelt. So wie Menschen seit Anbeginn der Zeit um Land und Ressourcen streiten, versuchen Kemono die Vorherrschaft zu gewinnen, um ihr Überleben zu sichern. Es ist der natürliche Kreislauf. Wahrscheinlich geschah das auch mit dem Erdspalt, oder?
Mich würde das eher bei der Sonnenschwinge interessieren. Warum sollte sie sonst bei der vereisten Festung erscheinen? Vielleicht war sie hungrig und hatte es auf den Rasetsu und sein Revier abgesehen. Amaterasu, die Sonnenschwinge soll schon seit Hunderten von Jahren leben. Eine rationale Bewertung ihres Verhaltens ist höchstwahrscheinlich sinnlos. Kommen wir noch einmal auf den Angriff durch Amaterasu auf den Rasetsu bei der vereisten Festung zurück. Die Nachwirkungen dieses Konflikts zeigen sich vermutlich bereits. Etwa in Form von Veränderungen des Wetters oder der umliegenden Flora. Ich hoffe, meine Sorge ist unbegründet. Aber betrachtet es als einen Jagdauftrag, wenn ihr wollt. Wie bitte? Wir entkommen knapp dem Tod, nur um umzudrehen und ihm direkt wieder entgegenzumarschieren. Ja, warum nicht? Nun, scheint, als hätten wir unsere Befehle erhalten, Boss. Hoffentlich begegnen wir nicht noch mehr von diesen Wölfen. Diese Wölfe sind doch ganz friedlich, die lassen sich streicheln. So, aber wie gesagt, ich wollte jetzt zuallererst... Oh, wir haben Kapitel 3 erreicht. Okay, ich würde erstmal die Viecher von Kapitel 2 gerne erstmal bekämpfen. Das heißt, den Glutlava-Rücken, den Eisgrunzer... Und da war noch irgendein weiteres Vieh. Naja. Und ich will halt noch hier in den Gegenden noch die restlichen Viecher jagen. Die Viecher, die Zukumus. Ich will diese Maschinchen zusammensammeln. Hier fehlen halt noch 32. Hier sieht man's. Ich habe alle 50. Hier fehlen 26. Ja, und hier haben wir nicht mal wirklich angefangen. Also, ja. Durch dieses eine Turm-Upgrade haben wir sowieso die Möglichkeit, dass wir die Dinger relativ schnell finden können. Ich habe noch einige Kugeln zu vergeben. Also, ich habe die Oskin nicht vergeben. Ich hätte gerne mehr Heilwasser. Das nehme ich mir auch mal. Ja, warum denn nicht, ne? So, und jetzt habe ich keine Kügelchen mehr. Also stellt euch darauf ein, dass wir erstmal Zuckermus zusammensammeln. Weil das finde ich tatsächlich sogar ein bisschen wichtiger. Weil die ja wesentlich besser werden, je mehr man von denen gesammelt hat. Die Wehre ist damit. Okay, hier unten wird eigentlich fast alles abgedeckt. Guck mal, direkt neben unserem Lager ist auch einer. Die haben hier halt ordentlich was einzusammeln. Im Prinzip müsste ich hier nochmal einen hinsetzen. Da ist alles ganz gut abgedeckt, außer dass hier oben ist auch ein Bereich. Hier müsste ich nochmal einen hinsetzen, zur Not hier halt nochmal einen. Aber hier vorne sollte instant ein kleiner Kumpel sitzen. Ja, genau an der Stelle. Ah ne, nicht ein Kumpel, sondern eine Notiz. Diese reichen Schweine! Sie stellen ein Heer gegen ihren mächtigen Herrn auf, den sie alles zu verdanken haben. Haben sie keinen Funkenehre? Zweifellos stecken sie auch hinter dem Angriff dieses Kemono auf Schloss Otsuki. Wenn das zu weit hintergeht, werden wir die Kontrolle über all unsere Gebiete verlieren. Nicht nur in Asuma, nein, überall. Ich nieße es dahin. Ist hier auch einer? Ja, direkt vor meiner Nase soll auch einer sein. Wahrscheinlich oben drauf. Und da hinten an der Klippe, den sehe ich sogar.
Ich nutze das hier mal, wenn ich es gerade schon hier habe. Vorwärts. Was ist denn mit dir passiert, mein kleiner Freund? Du bist ja komplett verbost. So, wo ist der nächste? Da. So. Und ein weiterer Freund. So, der nächste ist ein bisschen weiter weg. Hol mir den da als nächstes. Klingt doch nach einem Plan, oder nicht? Also, jetzt gerade bin ich von Wild Hearts angepisst. Oder von meinem PC. Eins von beiden. Der Stream lief nicht mal 15 Minuten. Und ich habe einen PC-Absturz gerade gehabt. Nicht mal 15 Minuten. Der PC ist auch nicht lange an, Leute. Dass der einfach so abschmiert. Ich habe bisher kein einziges Spiel gehabt, was so extrem Probleme hat wie Wild Hearts, ne? Und das Schöne ist, ich überwache bei Wild Hearts ja den Chat eher so mit dem Handy als mit dem PC. Und mein Handy schafft es gerade irgendwie wegen Netzwerkproblemen, die eigentlich gar nicht da sind, gerade sich nicht mit dem Chat zu verbinden, damit ich den Chat sehen kann. Ich habe nicht wie andere Leute 3-4 Bildschirme. Ich habe mein Handy deswegen gerade sogar nochmal neu gestartet, einfach nur, damit ich den Chat sehen kann. Also, ich bin echt enttäuscht, entweder von meinem PC oder von Wild Hearts selber, wie schnell der jetzt einfach abgeschmiert ist. Der hat nicht mal abgespeichert, was ich gemacht habe. Ich lese das jetzt nicht nochmal vor, aber ich sammle das Ding jetzt nochmal ein. Also ich nutze schon extra nicht mehr den Avatar bei Wild Hearts, damit das Spiel schon besser läuft. Aber selbst ohne kriegt mein PC Abstürze und mein PC hat, das ist ein 3000 € PC. Vom ganzen Equipment her. Also ich kann euch nicht aufzählen, was ich alles drin habe, aber das ist trotzdem einfach nur krass, dass mein PC trotzdem die Abstürze hat. Vorwärts. Warum konnte ich mich da nicht festhalten? So, ein weiterer Kumpel wurde eingesammelt. Mach ich am besten auch direkt einfach so ein Windding hin. Da ist er ja. Ich würde, wenn ich hier noch mal einen Turm hinsetzen, hier vorne. Wir haben zumindest fast die Hälfte. Ja, ich denke mal, der hätte hier genügend Reichweite. Das sollte helfen. Ich wäre es damit. So, dann haben wir hier die Gegend auch abgedeckt, weil sonst hätte ich den da zum Beispiel nicht gesehen. Da vorne ist mein kleiner Kumpel. Der komische Hamster hat Spaß da oben. Es gibt so viel an dem Spiel, was ich bemängeln könnte, ne? Erstens die Performance-Probleme, die ja gefühlt jeder hat. Zweitens ist es eins der wenigen Spiele, das mein PC halt wirklich zum Abstürzen bringt.
Und es ist auch das einzige Spiel, wo ich den Avatar nicht nebenbei laufen lassen kann, weil der PC sonst übelst Probleme hat. Genau an der Stelle sagt er mir, hier wäre was. Unter mir ist noch eine Höhle. Und er hat sich nicht an dem festgeklammert, dem das kleine Drecksding. Ah, da ein Schwert. In Vasallentalisman, die Sünde. Das, was ähnliches war übrigens in dem Haus letztes Mal, wo ich den Absturz hatte. Ich glaube, ich brauche den ersten Turm, wenn ich die 4 hier, beziehungsweise die 5 eingesammelt habe, nicht mehr. Kann ja von oben nach unten gehen. So. Immer noch direkt unter mir. Da liegt ein Schwert. Die grünen Blätter. Ich gehe zuerst hier oben, glaube ich, einsammeln, oder? Ich reiß da an zurück und gehe das, was ich gerade eben vorhatte, von oben nach unten. Klingt besser. So, einmal kurz markieren. Hab ihn gesehen, im Baum. So, da ist der nächste. Er hat ihn nicht markiert, oder? Doch, aber er scheint unter mir zu sein, mal wieder. Ach, hier ist ja eine winzig kleine Höhle. Macht ihr denn, dass ihr so voller Moos seid? So. Wenn ich den und den eingesammelt habe, brauche ich den hier unten nicht mehr, weil alles andere wird schon von denen hier oben abgedeckt. Dann würde ich sagen, packe ich hier einen noch hin. Weiteres Dokument. Lied von Azuma. Oh, ihr mystischen Tsukumo, wie ihr euch versteckt. Oh, bildschöne Tsukuyomi, der Mond scheint so perfekt. Haben ein Liedchen gefunden. So, und da am Ende der Küste ist noch eins. So, ein weiterer Freund gefunden. Nur noch 23. Das geht tatsächlich wesentlich schneller, als man denkt. Da so ungefähr wollte ich den, glaube ich, setzen. Ich aktiviere den hier sicherheitshalber. Die Wehre ist damit. Ja, so ungefähr dort. Gut zielen und Feuer. Vorwärts. Diese Physics, ne? Hallo, mein neuer Freund. So, dann als nächstes. Und ich würde sagen, da wo der Brunnen ist, da kommt doch ein Turm hin. Obwohl, würde glaube ich auch ausreichen, wenn ich ihn jetzt direkt hier vorne hinsetze. Da oben oder hier unten? Ich gucke erstmal hier unten. Hier unten war richtig. Das rentiert sich für später.
Also los. Wie wäre es damit? Okay. Sehe schon, der Turm kann direkt wieder weg, weil alles, was hier an der Küste ist, habe ich offenbar schon. Gut, so weiß ich das zumindest. Hier oben muss halt noch ein Turm, glaube ich, hin. Ich weiß nicht, ob man da hin kann, aber ich denke mal, dass man es kann. Ich kann ja schon mal hier mir das ein oder andere schon mal gönnen. Hab ich schon das ein oder andere Rädchen. Ja, gönnen wir mal die schnelle Heilung. Okay, ich kann ein Tsukumo-Bad entwickeln im Badehaus. Fangen wir erstmal da an. Manchmal frage ich mich, warum sitzt er die Markierung nicht? Eigentlich brauche ich da oben ja gar nicht mit rechnen, dass dort die Viecher sitzen. Ich glaube, ich sehe schon einen. Ja, da sitzt einer. Sammeln wir den kleinen Kerl doch ein. Hier soll ja auch direkt noch was sein. So, als nächstes kann ich ja dahin flattern. Das ist so definitiv nicht geplant, dass man da hinkommt. Aber ganz ehrlich, juckt mich nicht. So. Da und da. Kann ja von dort aus direkt ab durchlaufen. So wie ich mich hier schon durchglitschen kann, ne? Ist das so nicht geplant, wie ich hier langlaufe. Der Teil hier schon, aber der Rest nicht. Habe ich das Teil denn jetzt verpasst? Wahrscheinlich, weil das unten ist. So, dann machen wir wieder das Buggy-Klettern. Das trotzdem irgendwie funktioniert. Hier oben auf einer Wurzel bestimmt. Wie das hier schon gebaut ist. So keinen Sinn, dass ich hier so stehen kann, ne? Das macht einfach keinen Sinn. Aber es ist gewollt. So, ich würde sagen, da stelle ich noch einen. Na, die einen dieser Türme hin, bevor ich da eventuell suche. Obwohl, der Bereich ist sowieso abgedeckt. Okay, wir haben die Richtung. Ich markiere mir den erstmal. Nicht vergessen, mein Charakter kann nicht schwimmen. Nur testen, wie tief es ist.
War so gewollt bestimmt. Haben wir schon das ein oder andere Fragezeichen auf der Karte? Nee. Ach, weil das auch außerhalb vom Radius ist. Aber hier ist trotzdem einer. Wie gesagt, ich würde eigentlich gerne erstmal hier einen hinsetzen von den kleinen Kumpeln. Weil ich mir sicher bin, dass ich den einen oder anderen so übersehen würde. Machen wir einen Teleport hier hin. Ich gehe davon aus, dass wir die ersten 2 Stunden locker mit der Tsukumo-Jagd verbringen werden. Also, dass wir heute eventuell keinen Fortschritt mit der Story machen. Aber die Tsukumo-Jagd ist halt auch mal wichtig. Das habe ich ja schon am Anfang gesagt. Das könnte nützlich sein. Praktisch. So, hier muss eine Windturbine hin. Perfekte Position. Also los. Hier noch hoch und dann setze ich den Turm. Aber ein bisschen mehr im Inland. Das sollte helfen. Wie wäre es damit? Ja, deckt so ziemlich alles ab. Ich habe sogar einen gerade eben auf dem Weg übersehen, wie ich es vorausgesagt habe. Ich wusste, dass ich was übersehen würde. Da oben habe ich aber was stehen sehen. Doch gerade eben was gesehen, oder nicht? Naja, da ist ein Strachenschlund, ne? Und ein Kumpel. Immer diese Simulanten. Ich frage mich, welches Monster wir bekämpfen, das hier rumgammeln wird. Nur noch 14. Wir haben hier fast alle. Das Gute ist, in einem der Gebiete haben wir standardmäßig fast die Hälfte gefunden. So, der ist auch aktiviert. Das könnte nützlich sein. Tatsächlich würde ich mir hier sogar ein Lager hinsetzen. Weil dieser Ort schon ziemlich abwegig ist. Okay. Erstmal dort. Hier auf dem Stein soll auch noch was sein. Halt dich doch fest, verdammte Axt. Ja. Okay, dann da unten. Da war ja ein Loch. Und ich werde nicht sterben, wenn ich runterfall.
Ah, da. Nur noch 13. Ich reise mal von hier aus da unten noch mal lang. Ich kann ja die Rede mal wieder ausgeben, ne? Reicht es denn überhaupt eine Verbesserung? Bei der Angriffsform würde es reichen. Und bei der Fädenform. Der Fäden ist immer gut. Ach komm, falls keine Jagd heute noch kommt, will ich wenigstens eben kurz zeigen, was das Fusionsding macht. Das zeige ich mal an dem Donnermarder hier vorne. So, der tritt da drauf. Dann kommen so ein paar Speere und die halten das fest. Und dann kann man so ein bisschen drauf prügeln. Wollte ich nur mal eben kurz gezeigt haben. Bitte schaff es rüber. Das klappt gerade so. Und ich brauche hier auch nochmal so ein Windding. Das sollte helfen. Ich habe den dunklen Talisman immer grün eingesammelt. Ansonsten ist hier nichts. Bisschen Salz, toll. Dafür wandert man hier hin. Für ein Stück. So, hier soll was sein. Vielleicht auch auf diesem komischen Kloß. Wahrscheinlich muss ich von oben kommen. Ah, da, in dem Kloß. Mit hunderten von Töpfen. Meine Zelda-Leidenschaft. Nur noch 12. Könnte sein, dass da meine 12 drunter sind. Also die Türme sind ja alle gesetzt. Außer für hier. Aber die, ne, der Turm reicht ja eigentlich dahin, dass ich da noch entdecken kann. Ich könnte auch den Turm einfach nach hier unten verlagern, dann passt das auch. Ich glaube, es würde allein schon reichen, wenn ich ihn hier hinsetzen würde. Dann würde er bis dahin auch ausreichen. So, dann porte ich mich mal dahin und gehe darüber, dann so rum dahin. Ich glaube, ich habe auch alle von den Drachenschlunden mitgenommen. Abgesehen von denen da. So, ein weiterer Freund. Und noch nicht mal der, den ich mir markiert hatte. Wahrscheinlich da oben drauf. Ja, hier oben drauf. Jetzt könnte ich eigentlich dieselbe Drachenleine nutzen, um da hinten rüber zu kommen. Ich könnte, aber ich würde erstmal dort suchen. Also, wie ich da noch nie drüben war. Und hier hat sich noch ein Schwert verborgen. Na gut, hier in dem Gebiet könnte auch noch was sein.
gucke ich aber, nachdem ich die, die wir gerade markiert haben, eingesammelt haben. Also los. Ich kann ja einmal kurz die Drachenleine nach da oben schießen, dann sehe ich es ja. Vorwärts. Ja, das sieht schon so aus, als ob man hier hochklettern soll. Gucken wir erstmal hier oben. Ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Ich habe richtig viele Symbole hier in dem Teil gesehen. Auf dem Steintor würde ich auch so ein Vieh hinsetzen. Aber da oben ist definitiv irgendwas zum Einsammeln. Hallo? Ja. Bitte sagt, man kann hier stehen. Nicht hinterfragen, ob ich es da hinstellen kann. Einfach akzeptieren. Alter, dieser Torbogen, der ist so gigantisch. Selbst auf die Weise komme ich da nicht ganz hoch. Da sehe ich einen Kumpel. Wenn ich die perfekt treffe, dann sehe ich, ob die oben oder unten sind. Ja, ist ein bisschen schwer, wenn auf demselben Fleckchen noch was anderes steht. Aber danke für den Tipp, Crazy Alex. Ich will heute hauptsächlich nur diese Zuckermus sammeln. Weil ich einfach finde, dass das überfällig ist. So, kaputte Münze, Sonnenstrahl. Nee, der Zuckermo ist weiter unten. Ich hab den doch perfekt getroffen mit dem Marker, oder nicht? Das ist mir zu viel Fitzelarbeit, das perfekt zu treffen. So sehe ich von hier oben aus, dass da irgendwie auf einem Torbogen sitzt. Also ich habe ja schon die Fragezeichen. Kann ja mal in die Richtung markieren und gucken. Also da unten sehe ich auf jeden Fall einen sitzen. Ansonsten wäre hier auf dem Torbogen angeblich. Nein, halte ich doch fest. Das war nicht beabsichtigt. Okay. Das wäre halt etwas, was ich vermutet hätte. Einfach so ein Vieh mal auf einen Torbogen setzen. Trotzdem mal kurz hier runter gucken. Das habe ich von oben gar nicht bisher so wahrgenommen, dass was die da gebaut haben.
Krass. Okay, bei dem habe ich ja gesehen, wo der ist. Wo ist mein Gleiter hin? Der war doch vor ein paar Sekunden noch da. Jetzt haben wir aus dem Staub gemacht. Ich komme. Gleich bin ich da, mein Freund. Wie könnte man diese Gen 1 Pokémon-Musik abspielen, ne? Ich schnapp sie mir alle. So, 6 fehlen noch. Haben wir denn hier 6 Markierungen? Ja, ich hoffe mal, dass das alles Pokémon sind und keins davon ein Schwertchen ist. So. Ich denke mal, die sind alle im Untergrund. Abgesehen von dem hier vielleicht. So, da ist schon mal einer. Wahrscheinlich weiter unten. Ich weiß, Bomben im Gameplay hier heute. Da sehe ich doch einen. Sag mal, was stresst denn so? Ich hab dir doch gar nichts getan. Ich war noch nicht mal anständig im Raum, als du geworfen hast. Dieser Affe hasst mich. Ah, hier so eine kleine Zwischenwand, hm? Ja. Oh. Okay, hier ist ein Schwert. Da hinten in dem Eck. Ich bräuchte mal ein paar Fäden. Ich könnte dich für ein paar Fäden verkloppen, aber das ist mir zu anstrengend. Ich sehe den Kameraden. Ich sehe ihn gerade. Was hast du für einen gigantischen Wendekreis? So, das selbe Ding kann ich ja direkt nochmal verwenden. Nicht so. Ich wollte in die andere Richtung nochmal verwenden. Mann! Hier sind noch 2 und ich denke mal, hier werden noch ein paar sein. Dieser Charakter ist so unfähig im Klettern. Ist das genau da drunter? Ich würde sagen, das ist genau da drunter. Perfekte Position. Du entkommst mir nicht, Kumpel. Ich konnte mir schon denken, dass sie hier oben sitzt. So, einer fehlt noch. Ja, ich gehe 100% davon aus hier. Ja, aber jetzt habe ich auch in die andere Richtung einen Weg. So ist das ja auch, ne? So, jetzt habe ich, kann ich da auch hin, wenn ich will. Bin ich eigentlich behindert? Keine Antwort auf die Frage. Ich habe doch hier auch einen Reisepunkt. Warum mache ich es mir nicht einfacher? So, jetzt bin ich weit oben. Tatsächlich, hier ist ein Fragezeichen. Wusste ich es doch. Ich wusste doch, wenn ich über den Berg falle, dann finde ich was. Ich wollte gerade sagen, guck mal, ich kann das, was Jesus nicht kann. Der geht ja, mir geht es ja nicht um die Fäden, sondern dass er besser heilt. Der hat ja vorher echt schlechte Heilfertigkeiten. So, hier. Ja, da. Der ist ja. Da ist Nummer 50.
Ich hinterfrage gar nicht erst, wie man eigentlich zu dir gekommen wäre. Da am Rand der Klippe scheint auch nichts zu sein. Hauptsache, er ist nützlicher. So, auf der Karte haben wir jetzt alles eingesammelt. Hier fehlen jetzt nur noch 26 und da fehlen alle 42. Weil ich da noch nicht mal ansatzweise angefangen habe zu suchen. Hauptsache, er ist nützlich. Ja, da findest du safe ein Video irgendwo. So, gucken, was habe ich schon alles abgedeckt. Hier müsste ich ungefähr einen Turm hinsetzen, dann hätte ich hier unten alles abgedeckt. Obwohl, hier müsste eventuell auch noch mal einer hin. Würde ich sagen, hier setze ich einen hin. Und hier müsste alles abdecken in dem Bereich. Ich glaube, hier oben muss ich einen extra Turm setzen. Weil hier scheint ja auch noch mal ein Gebiet zu sein. Sammeln wir erstmal den einsamen Tsukumo ein, der hier oben noch gammelt. Es kann losgehen. Nimm das. Oh, was für eine coole Höhle. Vorwärts. Kann ich das Sachen-Ding denn schon haben? Ich war jedoch nie im Leben drin. Das könnte nützlich sein. Praktisch. Ich würde irgendwo hier bei dem Kessel, wenn was hinsetzen. Da sehe ich schon ein. Sehe sogar eine Nachricht. Anatomie der gängigen Kemono. Blütenschwänzchen, Federkrallen und Frostgrims. Frostgrims sind doch nicht von hier. Drei verschiedene Kemono mit unterschiedlichen Aussehen und unterschiedlichen Lebensräumen. Ein Einschnitt in ihren Unterleib offenbart jedoch einige gemeinsame anatomische Merkmale. Sie alle haben Gedärme, die schwach im Dunkeln zu leuchten scheinen. Es erinnert mich an das Leuchten der Himmelsfäden. Vielleicht werden diese dort gelagert. Okay, deren Gedärme leuchten. Ich weiß nicht, was das Hintergrundwissen einen sonderlich bringt, aber es leuchtet. Komm, da war noch nicht alles. Da wette ich drauf. Hier ist bestimmt 100 pro noch einer versteckt. Gut, dass ich noch nicht weggegangen bin. Wir hinterfragen dann einfach nicht, warum jemand diese Gedärme überhaupt mit in die Stadt schleppt, ne? Wir hinterfragen es nicht. Es kann losgehen. Das wird dir nicht gefallen. So. Ich erwarte hier was. Es ist sogar im Gebiet. Ich brauche neue Fäden. Da brauche ich gar nicht so versuchen. Perfekte Position. Warum ist hier denn schon wieder so ein Teil? Bereit. Das wird dir nicht gefallen.
der Baum ist schön. Darf ich den mitnehmen? Oh, hier ist ein neues Schwert. Halbe Talisman Abendrot. Ich habe die ja von vornherein nicht gesprengt. Mich hat es eher gewundert, dass da noch mal eine Wand ist. Ach, hier ist auch direkt ein Brunnen. Man weiß hier nie. So, und hier war ich ja so gesehen schon. Okay, im Untergrund hier ist definitiv nichts mehr. Wir haben an keinem der Punkte ein Fragezeichen. Das heißt, die müssen alle in der Overworld sein. Ja, hier. Haben direkt einen. Und direkt eben an ist der nächste auf dem nächsten Gebäude. Ja, da sehe ich was. Wieder ein bisschen Geschichte. Denkschrift eines Mönchs. Den sie das Innere des Tempels entweiht hatten, nahmen diese Heiden der Akataka die Mönche und warfen sie einen nach dem anderen in die Tiefe der Schlucht. Ich sah, wie sich ein Falke an den Kadavern labte. Ein schrecklicher Anblick. Nein, das sind gewiss keine Buddhas. So, was treibt die hier eigentlich, wenn ich nicht anwesend bin? Offenweise auf den Gebäuden drauf. Geh mal erst in der Richtung absammeln. Wie gesagt, ich würde hier einen Turm hinsetzen und hier noch einen Turm ungefähr hinsetzen. Sollte von der Reichweite her genügen. Da kann ich dann direkt auf dem Weg erledigen. Auf dem Gebäude war ich auch noch nicht drauf. Warum hast du denn jetzt schon wieder Moos angesetzt, mein Freund? Okay, ich brauche generell jetzt mal hier wieder einen Turm. Und ich wollte da vorne ja eh einsetzen, also passt das ja. Guck mal, hier in den Turm hinsetzen, dann habe ich es auf jeden Fall. Ach, direkt hinter mir ist einer. Nur noch 19. Ja. Zum Glück habe ich hier so viele random gefunden, als ich nach Heilwasser gesucht hatte. Und tatsächlich auf dem Gebäude. Das ist ein wunderschöner Ausblick. Darf auf noch ein Gebäude gleich klettern. Ich gehe jetzt so rum. Hab ja eh vor, hier einen Turm zu setzen. Da passt das schon. Ja. So, von hier aus kann ich jetzt weiterreisen. Ich entschuldige mich, dass es heute nicht immer ansatzweise so spannend ist wie sonst. Dass ich zur Abwechslung mal nicht durchgehend verdroschen werde. So, wieder eine Heilung verstärkt. Ich brauche wieder Fäden. Ich bin schon wieder arm an den Dingern. Ganz allein schnapp ich sie mir. Kokomo. Yeah.
Könnte mit ein bisschen Ehrgeiz klappen. Ich muss noch mal einen höher. Oder auch nicht. Großschwert. Ist wieder eine Schrift. Da ist der Akku-Kerl, der mich nicht leiden kann. Sammlung des Kushu-ji. 20. Tag des Monats. Es kam ein Dutzend bewaffneter Priester aus dem Norden und brannte unsere Lagerhäuser nieder. Doch während die Mönche und jungen Mädchen in den Flammen umkamen und ihre Schmerzensschreie durch den Himmel schallten, stieg ein roter Falke von oben herab und stürzte sich auf die Priester aus dem Norden. Kann ich auch mal eine Geschichte bekommen, die nicht so finster ist? Und ein weiterer Talisman. Der zerfetzte Talisman Finsternis. Okay, jetzt kann ich mich einmal porten. Turm, arbeitest du gleich noch? Oder gibst du in ein paar Minütchen Geist auf? Perfekte Position. Da vorne auf der Klippe, den sehe ich schon. Ich wollte wirklich nur auf die Dreckskarte gucken und direkt Absturz. Ich sehe nur, wie mein Chatfenster zu einem blauen Bild wird. Und darauf folgend, wie alles hängt. Ich bin so froh, wenn ich das Projekt fertig habe. Dann habe ich keine Abstürze mehr. So, ab welchem Punkt hat... Ich darf ab dem Punkt neu sammeln. Ich gucke einfach direkt über den Turm hier oben, wie viel ich neu sammeln muss. Die ich schon eingesammelt habe, sammle ich dann einfach offscreen nochmal neu ein. Und sammle jetzt nur die ein, die ich jetzt nochmal neu einsammeln muss. Obwohl das kleine bisschen, dann muss ich ja auch nur hier im Kreis laufen. Kann ja von hier oben aus da einsammeln. Ich sammle jetzt von der Richtung aus. Und ich merke mir, da kommt der Turm erstmal hin. Ich setze jetzt erstmal den Turm dahin, wo ich ihn hinsetzen wollte. So, den haben wir jetzt auch eingesammelt. Da oben will ich ja einen weiteren Turm setzen. Zum Glück gibt das automatische Speichern. Trotzdem. Das ist halt ein Punkt, da kannst du dich nur aufregen.
Ah, guck mal, hier ist direkt auch ein Brunnen. Man weiß hier nie. Wenn ich kann, würde ich hier tatsächlich ein weiteres Lager hinsetzen. Dass ich in dem Gebiet auch ein Lager habe. Kann ich nicht, aber ich kann hier zumindest einen Turm hinsetzen. Die perfekte Position. Wie wäre es damit? Ah, der hat ungefähr da gespeichert, wo ich den eingesammelt habe? Nee, kann ja nicht sein. Also wir wissen eh, dass hier nur einer ist. Da brauche ich nicht noch einen Turm hinsetzen. Da reicht der, den ich jetzt gerade hier gesetzt habe. Der passt ja auch in beide Richtungen ungefähr genau das, was ich brauche. Und wir haben hier direkt neben uns auch einen. Wahrscheinlich hier oben drauf. Okay, da sitzt schon mal einer. Also wenn er jetzt heute nochmal abstürzt, dann könnt ihr euch denken, dann habe ich für heute keinen Bock mehr. Warum habe ich eine Fackel gesetzt? Okay, dann müsste ja eigentlich hier irgendwo was sein. Ach da war eine Nachricht wieder mal versteckt. Taktischer Plan für den Gebirgspass. Zwar haben wir die Festung der Ishido mühelos erobert. Der Taisho, der diesen Ort bewacht, ist ein Mann von beeindruckender Tapferkeit. Die Truppen unter seinem Kommando leisteten nur kurz Widerstand, ehe sie sich in dem Wald zerstreuten. Eine weitere Einheit rückt zum Angriff auf Schloss Otsuki vor und treibt ein gigantisches Wildschwein vor sich her. Okay. Gerade nur sicherheitshalber was nachgeguckt. Das brauche ich. Sind hier noch mehr Fäden? Ja. Kommt in mein Inventar. Ach, direkt neben den Drachenschlund war was. Immer noch mal zurück. Ich dich nicht sehen. Wie bin ich denn? Da sehe ich direkt den nächsten. Kann ich direkt einsammeln. Nur noch 18. Einfach nur sicherheitshalber. Speichere jetzt ab jeden fünften spätesten. Falls er mir wieder abschmiert. Hier unter mir. Da, ich sehe ihn. So, hier vor mir ist noch was. Hier würde ich auch noch einen vermuten. Machen wir mal da die Markierung. Da vorne ist mein Erzfeind, der Vogel. Der mich so extremst oft gereckt hat. Ich höre ein Vieh. Ich höre es.
So, nur noch der eine Turm ist aktiv. Ist aber nicht weiter schlimm. Ich kann ja einmal kurz hier oben hin. Und den Turm hier oben dann nochmal aktivieren. Aber vorher aufwärmen. So, die Angriffsform kann ich auch nochmal verbessern, dass er ein bisschen mehr Damage macht. Wenn man das kleine Ding wenigstens benennen könnte. So, komm. Jetzt ist der Turm aus. Ich glaube, ich müsste eh von der anderen Seite kommen, um da oben das zu holen. Ich sehe hier auf jeden Fall einen Kumpel. Ich kann auch einmal kurz drumherum gucken, ne? Wahrscheinlich finden wir hier direkt hier auf der anderen Seite den kleinen Kumpel. Höhle? Okay, hier ist einer. Nein, mir fehlt ein Faden. Bitte. Ich brauche nur einen. Warum fehlt mir in so einem wichtigen Moment ein einziger Drecksfaden? Das ist doch schon wieder ein schlechter Witz. Das wird dir nicht gefallen. Muss ich extra nochmal von der anderen Seite kommen. Nur weil mir ein einziger Drecksfaden gefehlt hat. Das wird dir nicht gefallen. Ist das noch in dem Bereich? Hier muss was sein. Weil das Ding ist, ich glaube, das ist nicht mehr im Bereich so wirklich von den Türmen. Das sollte helfen. Okay. Hier ist schlicht und ergreifend nichts.
Wofür sprengt man hier auf? Ich weiß, dass ich hier vorher nie drin war. Also wofür sprengt man hier auf? Ich da oben sogar noch einen zweiten gerade gesehen. Nee, kann nicht. Das ist nur was anderes Merkwürdiges. Naja, an der Ecke haben wir alles. Da, hier ist auch so eine Einbuchtung. Da drin. Jo. Definitiv nicht so, wie es gewollt ist vom Spiel, aber ist mir egal. Wir sehen ja jetzt beim Rauskommen, wo man eigentlich her hätte kommen müssen. So ein winzig kleinen Schlitz. Ich würde 100-mal dran vorbeilaufen, hätte ich nicht diese Kartenfunktion über die Türme. Ich würde da locker 100 bis 200-mal dran vorbeirennen. Weil ich so einen Winzschlitz doch nicht sehe. Ich soll einfach zweimal den Berg hochkraxeln. Okay, ich verstehe schon, Spiel. Nein! Komm, stell dich hin. So, auf der Kiste bitte. Perfekt. Das war alles, was ich wollte. Ja. Und hier oben ist auch noch ein Schwert, nämlich die Strohfigur Mitternacht. So, und von hier aus kann ich eigentlich direkt zu dem darüber flattern. Oder ich mach's ganz schlau und versuche auf den Turm zu fliegen. Nee, so weit komme ich nicht. Hab's gerade gesehen. Ich würde bei der dritten Ebene schon runterknallen. So, dich haben wir damit dann auch. Nur noch 8. Ich meine, 4 waren dort ungefähr. Sicherheitsspeichern. Weil nach dem zweiten Absturz kann mich das Spiel mal. Ja, auf dem Felsen. Von hier aus jetzt nochmal zu dem Turm darüber. Da. Hier liegt eine Nachricht. Ich habe sie gefunden. Taktischer Plan des Gebirgspass Teil 1. Ich habe es aus Versehen weggedrückt. Aber ich weiß ja, wie die Nachricht heißt. Etwa 300 Soldaten der Ishido erwarten uns in einer befestigten Stellung am Ende des Passes. Wir schlagen von Süden aus dem Hinterhalt zu und treiben die Ratten zunächst mit einer geheimen Technik aus ihren Löchern. Wenn sie im Pass räumen, sollten etwa 500 unserer Männer ausreichen, um den Feind zu schwächen. Mit nur 500 Männern schwächen? Nicht vernichten? Okay, wie gesagt, den ganzen Kram
Den habe ich gerade eben hier schon einmal eingesammelt und nur durch den Absturz und darf ich das jetzt nochmal sammeln. Deswegen mache ich die offscreen nochmal. Ich mache hier jetzt einen Speicherpunkt. Und sage, dass das dann jetzt für heute war. Ich habe jetzt genug gesucht. Wir haben heute nicht ein einziges Monster gejagt, aber wir haben so gut wie alle Zuckermus gesammelt beim Eisgebiet. Werde ich beim nächsten Mal sammeln. Ebenfalls, Leute. Wenn es euch heute gefallen hat, den lasst ein Abo und ein Like auf YouTube da. Ich lade das später auch noch hoch. Follow auf Twitch. Und von YouTube verabschiede ich mich an der Stelle als erstes. Euch noch einen schönen Tag.